Deutschland erlebt gerade eine katastrophale Deindustrialisierung. Und diese Politik der Ampelkoalition, die unser Land ruiniert, wird vom BSW-Abgeordneten Klaus Ernst wirklich genial auseinandergenommen. Wir schauen uns die Rede jetzt gemeinsam an. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, also die Debatte ist ja schon spannend. Da gibt es also einen Bericht vom Bundesrechnungshof und auf Bayerisch gesagt, das ist eine Riesenwatschen für die Koalition, eine Riesenwatschen. Wer es nicht versteht, Ohrfeige. Und der Punkt ist, wie begegnen Sie nun dieser Kritik? Da sagen die einen, ja, der meint ja gar nicht uns, der meint ja die alte Regierung. Die anderen sagen, nee, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wie es da dargestellt ist, sondern das Argument ist dann, wie... Ich finde es gut, nur weil er ein paar bayerische Worte einblendet, hat er hier Untertitel drunter. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ist vorher gesagt worden ist, der hat ja das falsche Parteibuch, der Präsident. Das sind doch alles nichts anderes als der Versuch, sich mit diesen Argumenten, mit der Kritik des Bundesrechnungshofs gar nicht auseinandersetzen zu müssen, meine Damen und Herren. Und das ist der Punkt. Und das nehme ich Ihnen übel. Weil das nehme ich ja, jetzt hatten wir das Bild gerade drin. Ich blende es nochmal ein. Wenn ihr seht, wer hier klatscht, das sind die BSWler. Also das ist wirklich, wenn jemand aus einer anderen Fraktion eine Rede hält, dann klatscht da natürlich nur die eigene Gruppe. Also das, da braucht er gar nicht erwarten, dass hier geklatscht wird von anderer Seite, wenn da sinnvolle Sachen gesagt werden. Ist nun mal so. Das nehme ich Ihnen wirklich übel, weil es ist, wenn ihr recht habt, dann setzt euch doch damit auseinander. Aber so kriegt man die Kritik einfach vom Tisch. Meine Damen und Herren, vernichtender kommt doch das Urteil gar nicht sein, als das, was der Rechnungshof gesagt hat. Er sagt, die Versorgungssicherheit ist gefährdet, der Strom ist teurer. Und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Also wenn ich so eine Kritik kriegen würde als zuständiger Minister, da würde ich mich doch zumindest mal mit meinen Leuten zusammensetzen und überlegen, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht? Aber das macht er nicht. Im Gegenteil. Im Klartext heißt es, die Energiepolitik hat zu extremen Energiepreisen geführt, die Versorgungssicherheit ist nach wie vor nicht gewährleistet und Umweltfolgen sind Ihnen eigentlich egal. Und das 20% der energieintensiven Industrie sind weg. Das ist Habecks Bilanz. Also, ja, die Energiepreise sind schon im Jahr 2021 explodiert, aufgrund von Börsenspekulationen vor allen Dingen. Aber die Preise sind da 22 noch weiter explodiert und jetzt sind sie wieder teilweise zumindest zurück auf den erhöhten Niveaus von 2021. Das ist dauerhaft nicht wettbewerbsfähig für die energieintensive Industrie. Das sehen wir. Die Abwanderung, die wurde nicht beendet, die geht einfach weiter. Also eine absolute Katastrophe, was die Bundesregierung da anrichtet. Vor allem, da der Industrie nicht klar ist, wie die Energie in 5 Jahren noch bezahlbar sein soll. Also man geht von dauerhaft erhöhten Energiepreisen aus und plant deswegen dauerhaft so, dass man Produktionskapazitäten aus Deutschland abzieht. Das ist das Schlimme an der Energiepolitik, weil das nämlich auch das Empfinden der Leute ist, das wir inzwischen haben. Umwelt spielt keine Rolle mehr. Gucken Sie nach Rügen, da protestieren die Leute. Wir haben ein Problem, das heute wieder der Institut der deutschen Wirtschaft sagt, Deindustrialisierung. Und wir haben das Problem, dass wir Frackengas beziehen aus der USA. Umweltschädlicher geht es kaum. Und sicher ist es auch nicht, wie man weiß, überlegen die uns weniger zu liefern. Wissen Sie, was da angesagt ist, meine Damen und Herren der Ampel? Da ist eigentlich angesagt eine Umkehr. Und wenn Sie schon nicht umkehren, wenigstens sachlich bleiben und nicht sagen, das war der Präsident, der hat das falsche Parteibuch. Da hat es mir wirklich den Vogel rausgehauen bei diesem Argument. Ja, da liegen Sie tatsächlich gar nicht mal so falsch. Also der Bundesrechnungshof, der ist parteipolitisch besetzt, aber mit den inhaltlichen Punkten kann man sich ja trotzdem auseinandersetzen. Also wie gesagt, Sicherheit nicht gewährleistet. Also man hätte diesen bescheuerten Wirtschaftskrieg gegen Russland nie beginnen dürfen. Das ist das, was man daraus schlussfolgern kann. Und ja, wenn das ein CDUler sagt, meine Güte, hat er damit recht. Also beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland, lasst wieder billige Energie nach Deutschland kommen, schließt allgemein wieder Verträge mit Russland, sorgt für vernünftige Beziehungen, sorgt dafür, dass die Industrie damit hier in Deutschland bleiben kann. Und schon sind die größten Probleme, die wir gerade haben, gelöst. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, gute Rede von Klaus Ernst, die er hier im Bundestag gehalten hat. Immer schön, dem BSW-Land zuzuhören. So ist wenigstens noch etwas Vernunft auf der linken Seite im Bundestag vorhanden.